das geht jetzt wirklich zu weit. Yes, endlich! Leute, das ist ja wohl die geilste Nachricht seit der Bestellbestätigung auf selfshop.de. Ich schätze, ein paar Monate müssen wir uns allerdings noch gedulden. Bin da nicht so für. Aber dann geht's endlich weiter mit Mr. Hobbs Playhouse 2! Nein, diesmal keine Melonen. Ich sagte... Nee. Damit wir allerdings in der Zwischenzeit nicht vor Langeweile sterben... Okay, Creepy Nights at Freddy's 2 hat seinen Einsatz verpasst. Schauen wir uns erstmal One Hour with Mr. Hop an. Ist von den gleichen Entwicklern wie Mr. Hop's Playhouse und wurde ursprünglich als Minigame für Halloween gemacht. Das kriegt man nur, wenn man die Jungs und Mädels auf Patreon unterstützt. Deswegen spielt's keiner. Ich bin einfach mega gespannt, ey. Das Jahr geht schon richtig gut los. Außer... Ja, bleib lieber weg. Ich versuch's erstmal auf Medium. Ich meine, ich bin zwar Fan von schön blutig, aber bitte nicht so hart, dass mir gleich zum Anfang schon die Ohren schlackern. Entschuldigst du dich mal bitte? Hast du dir beim letzten Mal keine Manieren beigebracht oder was? Muss ich dich nochmal anzünden oder wie? Was ist das denn? Ein Five Nights at Freddy's und Mr. Hop Hybrid? Okay, schon verstanden. Keine weiteren Erklärungen notwendig. What the freaking heck? Wait, what? Oh mein Gott, naja, ich meine, immerhin werdet ihr es mögen, nicht wahr? Okay, aber hey, ich bin nicht enttäuscht. Ich muss hier wahrscheinlich suchen, oder? Oh, und dann wegleuchten. Es ist also eine Kreuzung zwischen Boogeyman, Five Nights at Freddy's und Mr. Hop. Interessant, in Ordnung, damit können wir arbeiten, oder? Ich verstehe. Und das Spiel heißt One Hour with Mr. Hop. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich bis um 4 durchhalten. Das ist auch so eine awkward Uhrzeit, oder? Ja, bis um 6 hätte auch blöd ausgesehen, ne? Dann hätte man dich des Klauens besichtigt. Oh mein Gott, Alter! Ich muss ganz schön schnell reagieren. Ich glaube, die Spielzeuge dürfen nicht an sein. Wenn ich mich an das Originalspiel erinnere, ist es eventuell so, dass ich die ausmachen muss oder sowas? Weil das lockt den halt an. Vielleicht? Moment. Oh, das kann in der Tat der Fall sein. Ich beginne allmählich zu begreifen. Auf sehr, sehr dezibellastige Art und Weise. Was ist dieses Klicken? Ist er dann immer da? Ich glaube, dann ist er immer irgendwo und ich muss ihn finden. Oh. Wir kommen der Sache schon näher. Beziehungsweise höchst lautstarken weiteren Ton. Alles klar. Du kriegst mich nicht so schnell. Ich lerne sehr schnell. Und sehr, sehr laut. Sehr, sehr laut auch. Ah! Oh Gott, da war er! Oh, nicht mehr genug Zeit. Wow, auf Medium ist es schon ganz schön schwer. Auf Easy ist es dann bestimmt wieder zu einfach, oder? Ich ziehe das jetzt wieder mal auf Medium durch. Wenn ich das schaffe, dann können wir uns eventuell mal in einer anderen Folge, falls ihr da Bock drauf habt, irgendwie den Hard Mode mal auschecken. Aber bis jetzt bin ich hier erstmal schon ein bisschen überfordert mit der mittleren Schwierigkeit. Oh Gott, wo ist er? Oh, wo ist er? Da ist er. Aber da war ich doch gerade. Kann das auch sein, dass er nicht da ist, wenn es klickt? Oh, ich weiß es nicht. Ah! Wo? Wo denn? Alter, ist das krass! Boah, Medium ist hart, Alter. Meine ganze Welt steht Kopf. Ich glaube, wenn man hier auch nur einen falschen Klick macht, beziehungsweise einmal an der falschen Stelle sucht, what the heck? Dann war's das schon. Schon auf mittlere Schwierigkeit. Ich glaube, auf hart ist das dann nochmal eine Nummer krasser. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. So, hier ist er nicht. Jetzt hätte ich eigentlich schon verloren. Je nachdem, ob er jetzt da ist oder nicht. Der ist halt nicht immer da, wenn's klickert. Oh, Alter. Okay, ich glaube, wir erkennen so allmählich, wo das Problem liegt. Es hat lange weiße Ohren. Ist er da? Nein, noch nicht. Ich muss das ganz schnell ausmachen, sonst kommt er, glaube ich, schneller. Unter Bett? Ha, nein, hoch! Ich wünschte auch, der würde irgendwie schneller reagieren. Also schneller den Kopf hin und her schwenken. Oh, oh. Er ist nicht da, sonst wäre ich tot. Sonst wäre ich sowas von tot. Das bricht mir halt das Genick. Aber es ist halt Zufall, ne? Das ist halt total RNG. Der kommt halt nicht irgendwie nach Plan. Weg! Wo ist... Was ist das? Oh, Alter. Okay, jetzt habe ich ein bisschen Bammel gehabt. Das ist aber spannend, meine Freunde. Das hätte ich aber gar nicht gedacht. Okay, wo ist er? Unter Bett? Nein! Oh, er ist nicht da! Boah, hab ich ein Schwein! Boah, das ist jetzt nur Glück! Halt's Maul! Haltet alle eure Klappen! Ey, wo ist er? Er war jetzt schon 10 Minuten nicht da, da ist er. Boah, wow. Man muss richtig aimen, Alter. Direkt ein Headshot ins Face. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Kann ich mitarbeiten. Und das Bett. Komm, 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 komm.
Zum Glück hat man hier überall Shortcuts. Man kann von jedem Raum in jeden Raum rein. Boah, Alter. Okay, gleich 20 nach. So weit haben wir es auf jeden Fall noch nie geschafft. Das ist schwer, Mann. Da ist er. Ich muss am besten, wenn ich runter ins Bett gehe, die Maus immer schon zur Seite aimen. Damit ich den gleich treffe, wenn er da ist. Oh, jetzt kommt aber frequentierter. Ist das hier gestaffelt? Ich meine, das ist bloß ein Minigame. Das ist doch nicht allzu komplex, oder? Wie war das mit dem zur Seite schwenken? Er ist doch nicht da, sonst wäre ich tot. Ich bin in Rubys Kinderzimmer. Nein! Boah, ich habe mich verdrückt. Ich habe trotzdem noch erwischt. Nice. Eieieiei. Er ist doch nicht da. Ich wäre schon wieder tot. Ich wäre so oft schon gestorben, Mann. Den Platz sucht er sich hier selten aus. Vielleicht ist da die Toilette, oder was? Ich habe auf jeden Fall ein mächtiges Häufchen da reingesetzt. Ah! Uiuiuiuiui. Vielleicht hätte ich auch die anderen Räume abklappern sollen. Oh! Nein! Oh! War das knapp! Das war so knapp! Okay, es ist halb! Lol, kriegen wir es hin? Jetzt nochmal so lange durchhalten. Das ist schwieriger als gedacht. Oh oh, oh oh. Maul, Schnauze! Hat's geklickert vorher? Ich weiß nicht. Komm schon! Da ist er! Oh Gott sei Dank. Immer erst und das Bett scheint irgendwie gut zu sein. Komm, hau ab. Medium ist definitiv possible. Ich muss mich mega konzentrieren. Sorry, Freunde. Okay, weg. Alter, ist das aufregend. Stopp. Mit allem, was du vorhast. Ja? Los. Action. Oh, Gott sei Dank, Alter. Ich mach das gut. Wir kriegen das hin. Wir rocken das. Wir ziehen das durch. Nein. Nein, Schnauze! Nein! Wo ist meine Maus? Meine Maus! Was? Es hängt! Es hängt! Ich kann meine Maus nicht bewegen! Ich kann meine Maus nicht bewegen! Nein! Nein! Oh, ist das unlucky, Alter! Nicht dein Ernst! Ach, come on! Oh. Leute, noch 20 Ingame-Minuten. Wir müssen das schaffen diesmal. Ich habe jetzt die Strats. Immer erst da lang, dann runter aufs Bett und dann in den Raum, wenn im Bett nichts ist. Das sieht man aber gleich. Ich zeige euch das mal. Runter, keine Augen, zack. Und Doppelklick gleich. Weil ich glaube, von unter Bett kommt man nicht direkt da in Flur. Zumindest fällt mir das von den Tastenbelegungen hier leichter, das so zu machen. Das muss man sich halt ein bisschen rausfriemeln, wie man das macht. Boah, das war knapp. Okay. Noch 14 Ingame-Minuten. Stop it! Ich hasse alles, wofür du stehst. Ich verbrenne deine Fahne. Zack! Boah! Hab das gesehen? Ich habe gar nicht unter das Bett geguckt. Man hätte die gelben Augen gleich leuchten sehen. Jawohl. Noch 10. Oh! Wir müssen es schaffen, Mama! Stop it! Lass das sein! Tut es nie wieder in meiner Anwesenheit! Ah! Psst. Komm schon! Oh! Oh, Alter! Befriedigung! Leichtes Achselwasser macht sich bemerkbar. Okay, der war nicht da. Ich hätte tot sein können. Oh, ja! Kommt das bitte öfters! Noch 3 Minuten lang hier erscheinen, bitte! Komm schon, einmal noch nicht failen. Ja! Ich hab's geschafft, oder? Komm schon! Wertung 4! Na los! Oh! Oh, yes! Du hast gewonnen! Wow, glänzend! Hier ist ein Stern für deinen Ärger! Wie geil, Alter! Boah, das war aber härter als gedacht! Meine Fresse, Alter! Ja, das Spiel ist wie Weihnachten und Ostern zusammen, Alter, aber vor allem... Also vor allem Ostern.
Dankeschön fürs Zuschauen, liebe Leute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr mindestens genauso aufgeregt seid auf Mr. Hobbs Playhouse 2. Ich fand das eine super geile Nachricht. Hab mich mega gefreut, wo ich das auf Twitter gelesen habe. Ist gerade in Entwicklung. Wie gesagt, wird noch ein bisschen dauern. Erwartbar circa Mitte 2020. Also ein bisschen Zeit braucht es noch. Allerdings wollen wir auch so ein solides, gutes Spiel haben wie der erste Teil. Also von daher sollte sich das lohnen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt. War kein Böller bei mir im Briefkasten, aber scheiße.